Hallo? Hallo, bist du's? Yes. Bist du der, gegen den ich heute spiele? Eventuell. Kann das sein? Willkommen, Hallöchen. Heute zweite Folge Schlag den Erdmann, Alter. Wir gehen richtig rein. Mit Beat. Ihr seht den Let's schönen go. Boy, der heißt Alex. Ist ein geiler Typ, hat richtig Heavy Games ausgesucht. Wir werden heute also entweder komplett aufs Maul kriegen oder halt nicht. Ist insane. Ja, wir spielen heute Schlag den Erdmann. Ich bin der Erdmann quasi, deswegen heißt das Format quasi so. Wir laden jeden Monat einen Streamer ein und wir werden Spiele spielen. Und zwar, welche Spiele spielen wir? Wir spielen. Jeder hat drei Games ausgesucht und wir spielen so viele, bis der erste von uns drei Games gewonnen hat. Das heißt, wir werden immer mal wieder 1 gegen 1 spielen, die ganze Zeit. Beat hat seine drei Games quasi schon angeteasert gestern. Ihr habt es schon vielleicht in seiner Instagram-Story gesehen. Hey Red, was geht? Falls du glaubst, dass du mich in Magic schlägst. Kein Problem. Ich kann dir dann ja noch ein paar Kugeln verpassen in CSGO. Solltest du immer noch glauben, dass du gewinnst? Wollen wir mal schauen, ob ich nicht der Gewinner bin am Ende. Baba-Video, guckt auf jeden Fall bei dem Jungen vorbei, bei Twitch, Instagram, überall. Wir werden quasi anfangen mit dem Game, der den Münzwurf quasi gewinnt. Und ab da sucht immer der ein Game von seinen Games, ganz wichtig, er darf nur von seinen eigenen Games auswählen, aus, wenn er verloren hat. Das heißt, verliere ich die erste Runde, wird danach ein Game von meinen drei Games gespielt, verliert Beat die erste Runde, wird danach eins von seinen Games gespielt. Beat, Let's ich würde go. sagen, bist du ready für den Kampf der Giganten? Ich bin sowas von ready. Was nimmst du? Kopfzahl? Du darfst auch aussuchen, Kopf oder Zahl, weil du Gast bist, ja. Ach so, aha, okay. Ja. Ich nehme Kopf. Ja, let's go. Warte mal, das machen wir so. Es ist Zahl. Oh, dann darf ich ein Game als erstes aussuchen, ja? Dann gehen wir doch mal in den Klassiker von meinem Channel quasi rein. Und gehen in den League of Legends 1 gegen 1 auf der ARAM-Map, 100 CS, First Blood oder First Tower. Und ich würde sagen, wir machen Best of 3. Hast du dich vorbereitet? Nein, dabei liegt nicht. Gut, wir beide also nicht, ja. Kommst du aus Hamburg? Yes. Insane. Vega, ich habe auch kurz an Vega gedacht, das wäre fast ein Mirror-Matchup geworden, holy shit. Ich glaube, ich werde in die Schnauze kriegen. Du bist schon da. Der Ach, Cage hat ist er. schon, der Cage ist schon böse. Ach so, man kann ja eh nie kaufen, fällt mir gerade ein, ne? Ah, fuck. Ja, super. Ja, das ist ja hier Not und Elend. Fuck. Also, das war auf jeden Fall eine wichtige Ulti für mich. Ich habe, glaube ich, noch nie so lange ein 1 gegen 1 gemacht. Ah, okay. Kurz nicht dran gedacht, dass du ja auch Flash hast. Ja. Boah, wenn ich mal so im Ranked spielen würde, ne? Nein! Oh, okay. Oh. Okay, raus, raus, raus. 1-0, ja. Ah, shit. Okay. I am ready for this sheet. Ja, let's go. Ich hasse Velkoz schon so im Normal, Mann. Ein Geodreieck-Wurf und ich habe keinen Bock mehr. Ich habe noch nie so gut gedodged wie letztes Custom. Ich schwitze auch wie Arsch, ne? Also meine Maus ist nass. Nein, wo mache ich hin? Ich bin getappt. Komm, Nein, komm, komm, doch komm, nicht. Ich komm. habe Alter. Nein, Oh Scheiße. nein, oh nein. Wie? Das ist das 1-0, Junge! Oh, ich wollte nicht so schreien. Oh Ja, Gott sei geil. Dank. Ey, ich wollte nur einen Punkt. Das war's. Ab jetzt. Ja, GG. GG, gut gemacht. Ich bin kacke in Gott League. sei Dank, Gott sei Dank. Wir werden sowas von in CS jetzt reingehen. Oh nein, also gibt's jetzt für mich die übelste Klatsche, Mann. Oh no. Okay, wie läuft dann 1 gegen 1 ab? Erklär mal. Dachte, wir nehmen einfach irgendwie. Ich muss. Oh Gott, wie geht das in CS2? Eine Ewigkeit später. Jawohl. Aber Overpass nehmen wir auch noch mit rein. So. Overpass auch noch mit rein. Ich hab, actually, Fun Fact an der Stelle, noch nie eine andere Map außer Dust 2 gespielt. Ah, das wird lustig. Soll ich D2 noch rausnehmen? Doch, oh, warte, Inferno kenne ich aber von YouTube-Videos, glaube ich. Das Ja, ist let's die mit den go. Hühnchen auch, ne? Ja, genau, mit den Hühnchen, genau.
Ja, hier mit der Pizzeria und so, ja. Das italienische Dorf, oder? Ist das so? Ja. Und das ist genau normales Matchmaking. Und wer am Ende im Scoreboard weiter oben als der andere steht, ist der Gewinner. Also Beat. Gib mir One-Shot! Hast du schon Kills? Ah, yo. Was, leben noch zwei? Nein, ich dachte, er wäre der Letzte. Oh, Gott sei Dank. Liebe geht zurück. Ich bin naked, Digga. Ich hasse es. Das ist die hier sprayt, ne? Ja, die einfach runterballert. Ich krieg halt einen Todeswanner! Oh, ich renne da einfach rein! Ich hab auch eine Ecke gekauft. Ich muss jetzt die Kills machen, wenn du eine Pistole hast. Das ist smart für mich, wenn es um Kills geht. Kannst du bitte vorgehen? ich geier nur diesem Mr. Fun hinterher, weil der eine Arbeit hat. Gleich fallen. Bin bad? Egal, Hauptsache du hast Spaß, Mann. Er ist hier vor mir verbrannt, hä? Was ist mit ihm? Da stehen zwei. Oh, und Beat macht sie alle. Oh nein. Ich lenk die auch noch ab. Hat keine Waffe gehabt? Oh! Och, bitte auch. Scheiße. Links Awe, pass auf. Danke, Mann. Ich hab halt nur eine. Ich hab ein Echo gemacht, Mann. Ich kann auch eigentlich. Och, Mann, ich war doch um die Ecke. Dann einfach da rein. Nein! Yes! Nein! 7 Kills hinten. Wie viel geht das bis 12? Okay. Nicht die Chicken. Die Chicken müssen alle tot. Hey, die Chicken dürfen nicht leben. Daraus werden Nuggies gemacht. Nuggies sind gut. Ja. Solange daraus Dino-Nuggets gemacht werden, ist alles gut. Das kann nicht sein, du bist so ein Arschloch! Ich finde, lustiger wäre es, wenn wir nur Assists sehen lassen, keine Kills. Wo du actually hinten bist, oder? Ja! Also, ich bin Assist-Herz. Digga, dieses Breaking Bad Ermintrout-Bild killt mich gerade, ne? Wo ist das? Oben in der Leiste, bei den Gegnern. Ach so. Tina! Er ist Beat und ich bin Red Three Cat. Ich habe 3 Kills, F15. Ich habe mich tatsächlich noch nie rasieren lassen bei einem Friseur. Im Gesicht? Hast du das schon mal gemacht? Ja. Ich habe mich, glaube ich, noch nie im Gesicht rasiert. Ich habe halt überhaupt keinen Bartwuchs, so. Ja, es geht mir halt genauso. Ich habe zwar ein bisschen, aber es wächst so komisch bei mir. Ich habe auch nur, also wenn, dann nur Oberlippe am Kinn und so einen aus dem Muttermal an der Backe. Ah, same. Milchbubi-Elite. Ja, wir sind die Milchbubi-Elite. Ja, bist du nochmal? Ich? 32. Krass, okay. Ich bin 27. Bin alter Sack. Ich hoffe, bis 32 habe ich mehr. Oh, die gehen safe. Ich wollte nur einen! Blond, aber Bart. Eher so dunkle Straßenköter. Und Vollbart, ey. Das ist cool. Oh, du hast ein Kind. Oh, das ist noch mein Teammate. Oh, ich habe auf mein Teammate geschossen. Wie viel Teamkills wird man gebannt? Also rausgeworfen? 3. 3. Also 2 Free Kills könnte ich mir holen. Das geht aber minus dann. Au, okay. Gut, dass ich so schlecht schieße, dass ich den eben nicht getötet habe. Smart. Wir hatten mal einen in der Runde, der hat einfach bis zur, ich weiß nicht, 18. Runde minus 1 gestanden, weil er einen Teamkill gemacht hat. Und er hat getried, gut zu spielen. Kann nicht sein, das kann nicht sein. Es sind 3 Leute, die mir den Rücken zudrehen und ich krieg keinen. Dieses Lachen kurz vorm Wahnsinn. Das war schon der Wahnsinn. Du bist der Wahnsinn. Da ist es. Oh, es ist rum. Also overall haben wir verloren. Aber zwischen uns habe ich gewonnen. Du hast gewonnen quasi, ja. Das Wichtige hast du gewonnen, ja.
Holy shit, 1-1 damit, ja. Okay, raus aus diesem Game. Ey, Beat, hast du Bock, deine Switch anzuschmeißen? Ich glaube, beide Games sind Switch-Games, die du noch hast, ne? Nidhogg ist Steam. Hast du dir das noch nicht gekauft und runtergeladen? Ich hab's mir auf Switch geholt. Das gibt's auf... Verarscht mich komplett, Mann. Das gibt's nicht auf der Switch, oder? Natürlich gibt's Nidhogg 2 auf der Switch. Nidhogg 2, du willst mich verarschen, Mann. Ich weiß nicht, ob du mich jetzt auslachst, weil ich kurz geglaubt habe, oder weil du es wirklich auf der Switch gekauft hast. Oh, hast du wirklich auf der Switch gekauft? Kein Scheiß. Nein, Mann. Ah, Digga. Was machen wir denn jetzt? Aber wir spielen ja, also du kannst ja runterladen und dabei Mario Kart spielen, weil wir spielen dann jetzt erst Mario Kart. So. Okay, let's go. Also wir spielen 150 CCM ohne Teams. Items ist Furios, genau. Wir spielen mit Computern normal. Die spielen alle Fahrzeuge und wir machen 4 Rennen. Ist das so okay für dich? Yes. Geht deine Capture Card wieder? Ja, scheint. Nee, hä? Ach so, Noch nie Mario Kart Online gespielt oder was? Nee, einmal nur. Ja, gut, okay, ja, gut. Bin ich dumm? Fahr! Verkackt doch nochmal, Mann! Boah, shit. Ich hab schon die Pumpe, ne? Ich will das Ding hier gewinnen, Alter. Ah, oh, Mann, und ich verkack auch noch. Oh, was? Oh, nee! Oh, doch. Ich krieg eine Münze, Mann. Ja, super. Boah, wäre das jetzt gerade die letzte Runde gewesen, hättest du, glaube ich, gewonnen. Oh, yeah. Und ich krieg keine rote, oder was? Was? Warum trifft die mich? Die erste Runde war ein Free Win, aber jetzt ist langsam... Nein! Oh, was hast du gemacht? Ich... my life, ey. Nein, oh mein Gott, ich verkack gerade richtig. Ich hoffe es, Junge. Nein, eine blaue. Keine blaue, Mann. Nein. Ja. Nein. Was? Du kriegst dann eine rote. Ja, natürlich! No, Mario Kart ist gelaufen. Sechster. Was? Siebter! Oh, wie geil. Wegen der roten Shell gerade? Du hast mir eine rote gegeben, da habe ich noch eine rote gekriegt. Dann bin ich out of map geflogen, Alter. Alles auf einmal. Hast du sie übrigens runtergeladen jetzt auch? Bist du am Runterladen? Von Nidhogg? Was denn? Nidhogg? Nee. Schade. Gut. Ach fuck, du hast mir einen Link geschickt, ne? Ja. Also selbst wenn ich jetzt zweimal Erster werde... Oh, fuck. Ist die Runde halt gelaufen? Ich bin zu blöd zum Fahren. Wie viel Rote kriegst du eigentlich, Mann? Ich wünsche auch noch viel Spaß. Hä? Wie viel Rote willst du denn kriegen eigentlich? Ja, noch eine, klar. Noch ein. Und ich gehe in meine eigene Bombe. Mario Kart ist auch schon wieder so gelaufen, Mann. Was krieg ich? 3 Pilze, Mann. Oh, Mann, okay. Oh, nicht Regenbogen. Oh, nicht. Ja, ich habe das als Chance genutzt, dass du hoffentlich einfach durchgehend runterfällst, Mann. Ich muss jetzt alles geben. Ja, wie heißt das so schön? Better safe than sorry. Don't drink and drive. Digga, ich gehe einfach vom Gas, wenn ich merke, das wird nix. Ja, du kannst es dir halt auch leisten, ne? Ja. Du musst halt Letzter werden. Und ich Erster, damit es klappt. Damit es Gleichstand mindestens steht, glaube ich. Wenn ich das richtig ausgerechnet habe. Krieg nervöse Finger. Junge, hätte ich nur eine Map gewonnen. Das ist
Geschlechterwahl komplett in die dritte oder so wäre komplett auf ihn. Nein. Gehen Sie weg. Nein, Digga, ich fahr halt die ganze Zeit runter. Das ist gut. Oh, du hast geleckt. Oh, schade. Du hast geleckt. Ach da, wenigstens hast du einmal geintet. Oh, was? Fuck. Oh, ich dachte gerade, wir hätten gar nicht stand. Ich habe die Zahl falsch gelesen. Oh, fuck yes. Wow, wie knapp auch, weil wir beide scheiße sind. Ist best of free, ne? Also du hast ja quasi eine. Achso, ja. Theoretisch. Mach ruhig. Okay. Oh mein Gott. Du kannst quasi irgendwie abwehren, ich weiß aber auch selber noch nicht wie. So, jetzt musst du jetzt schneller links laufen und nicht runterfallen. Ah, perfekt. Nicht perfekt. Oh nee, Digga, da bin ich ja richtig reingejietet. Komplett rein, Junge. Und nochmal. Aber der letzte Abschnitt dauert immer so lange, das ist ganz gefährlich. Oh no. No. Oh, outplayed! Holy shit! Oh. Jetzt hast du halt den, jetzt darfst du wieder laufen. Nein! Du siehst es oben in der Mitte, ne, mit dem Laufen, wer laufen kann. Ja. Ist das schon Ende? Oh. Nein, ist das glaube ich noch nicht Ende, oder? Doch. Oh, shit, Digga. Okay, das ist das 1-0 in der Runde. Das ist gut für mich, das ist gut. Wir suchen keine Freunde. Wir wollen den gewinnen. Oh Mann! Nice! Warum falle ich die ganze Zeit rein? Nein! Du bist genauso kacke wie ich, geil! Oh Mann, okay. Aber du hast das Spiel verstanden, man merkt es auf jeden Fall. Oh, du hast geblockt! Wie auch immer du es gemacht hast. Keine Ahnung. Ja, ach Digga, scheiß drauf. Ja, ich hab nichts gedrückt, was ist passiert? Ich bin da reingesprungen. Okay, jetzt geht's. Ja, in dem Game bin ich keine Maschine. Also da bin ich. Eine Schamine oder so, keine Ahnung. Macht das Sinn? Nee, macht keinen Sinn. Schamine. Schamane vielleicht. Ja. Oh, wichtig! Nein! Wichtig. Komm, bitte hier. Nein! Oh, 2-2. Ey, Red, weißt du, was mir gerade einfällt? Du musst jetzt eigentlich einfach aufs Team zurückgeben. True, du kannst es einfach zurückgeben. Weil wir es ja nur 10 Minuten gespielt haben. Junge, sogar ich kann das zurückgeben, obwohl ich schon zweimal gespielt habe. falls Steam-Leute gerade hier sind, Jungs, das meinten wir nicht so. Wie schlau, wie smart, oh shit. Oh shit. Also, 2-2 steht's jetzt. Der Erste, der drei hat, gewinnt, falls es wer noch nicht weiß. Wir spielen hier gegeneinander. Es steht 2-2. Und du darfst jetzt aussuchen, ob wir Magic oder Uno spielen, ja? Wir gehen in Magic rein. Fuck, der Typ gönnt gar nicht. Holy shit. Wir sind ja best of three. Aha. Dann nehmen wir das erstmal. So, ich muss kurz nochmal denken, wie das funktionierte. Aha. Das hört sich ja bestimmt gut an. Dieses Mulligen ist auch hier so crazy anders. Endlich mal Onstream Magic, gib ihm, ich geb mir Mühe. Das sind die Starter-Decks, ne? Ja. Jetzt müsste sich der Effekt. Aha. Oh nee. Ach, mit dem anderen kann ich noch nicht angreifen. Ich hoffe nicht, dass ich Loose krieg. Ich schon. Ich muss auch mal mein eigenes Format gewinnen, Beat, jetzt sei doch mal ehrlich. Boah, der ist krass. Ah, gut, man muss haben hier auf die dieses... Haben die Lifelink? Boah, die haben Lifelink. Das kenne ich schon gar nicht. Das ist Dings. Ich könnte das hier machen. Dann das... Hier. Boah. Ey, nein. Ob das smart ist. Glaubst, Digga, nimmer. Das ist mega smart. Das war übel gut, oder? Ja. Ja, warum bist du jetzt so traurig? Sag mal stolz, holy shit. Ha.
Oh nee, Pazifismus, du willst mich doch voll verarschen. Ich zieh hier übel heftig. Paule schreibt, ich dachte mir, ich gehe mal zu den Attraktiven von euch beiden. Oh, shit. Ehrenmann. Jo, okay, Alter. Vielleicht habe ich ja noch was in der Hinterhand, wer weiß, ne? Ja. Was hast du da gerade gemacht? Momentum noch runter. Ja, Effekt. Dann 12, ja. 12! Aber ich kann ja einfach blocken. Aber Trampelschaden, also es wird was durchgehen. Ah. Ach, jetzt kann ich das einsetzen. Okay, gut zu wissen für die nächste Runde. Minus 6, hä? Yes. Damit kann man doch noch leben. 1-0 für den Boy, Alter. Der Nestrober sieht schon hübsch aus, oder? Was hast du denn jetzt gemacht? Hab einen Spontanzauber jetzt gewirkt, quasi Chat. Der konnte eine Kreatur mit Stärke 2 oder weniger zerstören. Und super, da gehen wir jetzt natürlich komplett in den Angriff rein. Weil macht Spaß. Das fand ich sehr toxisch von dir. Du hast auch einen Spontanzauber gemacht. Ja, true. Dann darf ich das auch. Ach, Kacke. Hast du deinen Leuten eigentlich erzählt, was Losing ist, wenn man verliert, was dann passiert? Worum es geht quasi? Dann muss derjenige, der verliert, muss den Tag, also ne, den Namen des anderen im Titel, wie lange stehen haben, das weiß ich jetzt gar nicht. Drei Streams im Titel stehen haben und dann steht da verloren gegen Red Surikard oder halt B3AT-HH. Ich finde, das ist ein super Einsatz. Ja. Also, oder halt ein Bild einblenden durchgehend im Overlay, das geht auch, ne? Wo dann steht besiegt von Red Surikard oder B3A. Ich kann nicht das so schnell sagen, B3AT-HH. Stark. Smart, Junge, ich bin doch Fanboy seit Minute 1. Ich habe über 2000 Stunden Watchtime. Hätte ich gerne, aber ja. Keine Blocks. Das war's, Geist, das war's. Er flext sogar noch. Holy shit, holy shit. Er flext noch. Nein. Aber 2-2 und dann Magic macht's. Holy shit. Kann ich das alte 4 in das Game und deinstallieren jetzt? Holy shit. Glückwunsch. Beat. Holy shit. Aber knapper verloren. Ich näher mich, Junge. Nächsten Monat wird so gewonnen. Krass, Beat. Und was nehmen wir als Losing? Was muss ich machen? 3 Streams. Ein Titel oder machst du mir ein Bild fertig oder wie sieht's aus? Ich finde das Bild? Ja, du kannst auch ein Bild machen, was ich dann im Overlay die ganze Zeit drin hab. Hat die letzte auch gemacht. Die hat eine Urkunde gemalt, wo drauf steht, ich habe gegen Lugiara verloren. Ich überleg mir das bis morgen, ja? Du kannst dir das überlegen, klar, ne? Krass. Ja, GGA hat mega Bock gemacht. Danke. Er hat echt Bock gemacht. Eingeladen war. Sehr gerne. Beat, ich danke dir fürs Ja sagen, fürs Mitspielen, fürs Telefonieren im Supermarkt und du am Bahnhof warst, glaube ich, ne? Das war insane. War übel geil, hat Bock gemacht. Schade, dass ich leider verloren habe, aber so ist es halt. Ich drück den dicken Kuss, bye bye und viel Spaß noch. Bye, ciao. Ciao. So, Guys, wir haben wieder verloren.